Meinst du, die WWE könnte jetzt zurückrudern wegen dem Shitstorm? Nee. Also ich sehe da keinen Grund für. Ihr seid voll WWE. Ich meine, ist auch das größere Dings gewesen jetzt am Wochenende, ne? Beziehungsweise am Freitag. Wir haben es ja live im Stream geguckt gehabt. Mach mal kurz das Fenster zu hier. Aber zurückrudern werden die nicht. Rock gegen Reigns wird eine ganz große Katastrophe. Vom Match her, ja, gebe ich dir recht. Vom Match her glaube ich auch nicht, dass das was Geiles wird. Aber das Cody gegen Reigns Match kannst du dir auch gerne auf DVD angucken. So. Ganze Rumgeheule nervt wirklich. Es ist noch so viel Zeit, kann alles noch sinnvoll erklärt werden. Ja, und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum ich gerade so derjenige bin, der so sich einfach zurücklehnt. Also ich verstehe gerade auch nicht, wie du das jetzt vernünftig erklären willst, aber noch ist ein bisschen Zeit. Wir haben noch einen Chamber dazwischen. Wer sich den Tourplan von Cody angeguckt hat, weiß auch, dass der nächste Woche wieder bei SmackDown ist. Und bisher wurde nichts gesagt. Rock hat jetzt noch nicht gesagt, dass er auf den Titel gehen will. Cody hat auch immer noch nicht gesagt, dass er jetzt gegen Rollins geht. Das ist alles noch nicht ausgesprochen. Also wie will man bitte den Satz von Cody erklären? Ich will ein Match um den Titel, aber nicht bei Mania. Den könntest du erklären, ich möchte den nicht bei Mania, sondern ich möchte den jetzt schon beim Chamber haben, dass ich als gekrönter Champion nach WrestleMania gehe. Könntest du auch noch machen. All das sind so hätte, wenn, aber, vielleicht. Den Zeitpunkt für den, oder wie das mit Rock jetzt gemacht worden ist, ahne ich halt auch nicht. Weil der ist aus meiner Sicht nicht smart gewählt. Und ich glaube auch eher, dass die breite Masse der Zeitpunkt abfuckt oder wie das gemacht worden ist jetzt so, wie es gerade aussieht. Ich glaube, das ist eher ein Knackpunkt. Weil die Leute, die sagen, Rock, Reigns, nee, will keiner sehen, das ist absoluter Bullshit, Alter, wirklich. Das sind die Leute, die jetzt am lautesten schreien gerade, die über Jahre hinweg dieses Match schon fordern. Rock, Reigns, Rock, Reigns, Rock, Reigns, über Jahre hinweg. Ich kann es nachvollziehen, dass so viele gerade frustriert sind, einfach aufgrund, wie das jetzt gerade entsteht. Weil sollte das so durchgehen, wie es jetzt gerade aussieht, gehe ich da voll mit, dann ist es einfach schlecht. Aber noch ist nichts ausgesprochen. Ist auch wieder sehr naiv von mir, aber was soll denn sonst die Idee sein? Ja, wie gesagt, ich will den Chamber abwarten, was da passiert. Und für die Leute, die sagen, ja, das ist zu einer unmenschlichen Uhrzeit in Amerika, da wird nichts passieren. Die Argumentation zieht bei mir nicht, wenn ein Triple H sagt, er will abseits des amerikanischen Markts auch die anderen Märkte abgrasen. Wie schaffst du sowas richtig? Durch Momente. Und es muss ja den Grund geben, warum Cody jetzt nächste Woche nochmal bei SmackDown ist. Das muss ja einen Grund haben. Bei der Argumentation wüsste man ja auch, dass bei Backlash Special Berlin nichts wichtig ist. Ja, das ist ja halt die Sache. Zusätzlich hat Rock gesagt, er kommt nur für den Head of the Tip. Ja, und Cody hat halt ja auch gesagt, er wird Roman alles nehmen. Vielleicht weiß Cody auch, ist auch wieder viel hätte, wenn. Aber vielleicht weiß Cody auch, dass wenn er jetzt so normal in das Match bei Mania reingehen würde, dass es copy-paste wird und er nicht gewinnen kann, wenn er selber nicht Reigns auf sein Level runterholt. Und sein Level meine ich damit, dass er die Familie von ihm abkapselt. Und wer kann die Familie von ihm abkapseln? Richtig, da gibt es nur einen, und das ist Dwayne The Rock Johnson. Ich gehe aber weiter damit, so wie das jetzt gerade verkauft worden ist, sieht das absolut beschissen aus. Aber falls Cody beim Chamber nicht die Lutz passiert beim Main Event, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber viele vergessen, glaube ich, auch um die Thematik des Rosters oder generell der aktuellen Situation. Die WWE hat gerade eine kleine Ausnahmesituation in der Road to WrestleMania und das sehen viele nicht, ne? Sorry, kack's den Fans ins Gesicht seit Raw After Mania mit Cody mitfiebern, ob er sein Titelmatch bei Mania wieder bekommt. Und jetzt sagt er, ach nee, Rock, mach du. Weiß ich nicht. Hast du den Fans auch ins Gesicht gekackt, weil Cody komplett kaputt im Kimura-Lock gegen Lesnar nicht aufgegeben hat? Oder hast du den Fans ins Gesicht gekackt, dass direkt Cody Comeback und holt direkt den Rumble? Hast du den Fans damit ins Gesicht gekackt? Ich weiß es nicht. Da können wir gerne drüber diskutieren, wenn das alles so Worst-Case-Szenario durchläuft und wir bei Mania wirklich Rock gegen Reigns um den Titel haben. Dann gehe ich da voll mit, dass du mit der Bloodline so viel Potenzial hast weggeschmissen. Du hast mit der Bloodline einer der Storylines gehabt und je länger die wurde, desto beschissener wurde die. Dann gehe ich das mit. Aber guckt euch gerade mal die Situation an, Chat. Vor dem Rumble, fetter Skandal. Vince McMahon, bumm, kommt jetzt nicht überraschend. Auf einmal wird der Name Lesnar gejobbt, der eingeplant war für den Rumble, für WrestleMania.
Es musste umstrukturiert werden. Du hast vor dem Rumble die Rollins-Verletzung gehabt. Champion. Du hast während des Rumbles zwei Verletzungen gehabt. Mit Randy Orton. Eingeplant für Mania. Mit CM Punk. Eingeplant für Mania. Ich glaube schon, dass das alles irgendwo anders geplant war. Wenn das aber jetzt der Plan B ist, ist der trotzdem auch aufgrund der Situation nicht smart umgesetzt. Orton weiß man nicht. Ja, es ist ja nichts bekannt. War der bei SmackDown jetzt Orton? Nein. Da kannst du jetzt auch sagen, der hat nichts. Aber wieso war der nicht bei SmackDown? Oder hat er was? Und es ist auch nicht untypisch bei der WWE, dass man erstmal wartet, aufgrund der vielen Verletzungsmeldungen gerade, wenn man jetzt auch noch Orton callt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oder ob das ein Work war, weiß ich nicht. Weil es war wieder eine ähnliche Stelle bei ihm, ne? Aber Fakt ist, er war erstmal nicht da. Ist auch wieder viel Raum für Spekulation. Aber dass Robert nicht beim Champ ist, ist doch wohl offiziell, oder nicht? Ja, es war offiziell, bevor diese Verletztenwelle kam. Es war offiziell, bevor das Vince McMahon-Lesnar-Dingen war. Jetzt ist eine andere Situation. Ich weiß es nicht. Der Staredown von Rock und Reigns hat über 400k Dislikes. Ja, normal. Weil das jetzt gerade ist, wie wenn du Kindern das Förmchen wegnimmst. Und mein Stand ist, Cody hat gesagt, er wird Reigns alles nehmen und er wird sich auch von Reigns den Titel holen. Wie soll er sich von Reigns den Titel holen, wenn Rock gegen Reigns ein Titelmatch ist? Triple Threat Match ist auch, das wird ja noch beschissener, das Match. Und das kannst du da auch nicht mehr erzählen, weil Cody hat doch Rock jetzt rein storytechnisch in diesen Spot gehauen. Und auf einmal zwei Wochen später denkt sich Cody, boah, weißt du was? Nee, ich finde dich doch kacke, wir machen Triple Threat. Meine Hoffnung ist gerade, dass Rock einfach nur jetzt gerade installiert worden ist, um Reigns von den Schäfchen zu trennen. Dass Cody wirklich 1 gegen 1 gegen ihn ran darf, weil er der Meinung ist, 1 gegen 1 pinnt er den. Wenn der jetzt so einfach Road to WrestleMania gegangen wäre, er genau wusste, es wird Solo kommen, es wird Jay kommen. Also hole ich den wahren Tribal Chief, der Solo und Jimmy da wegholt. Laut Insider hat Rock auf das Match bestanden und soll dies auch gewinnen. Was soll ich dir erzählen? Laut Insider ist Kenny Omega bei der WWE, also... Aber lässt du dann Roman vor dem Match gegen Rock verlieren? Natürlich. Natürlich, klar. Guck dir doch die Titelverteidigung an. Wie viele waren dabei, die er clean gewonnen hat. Und dann zerbricht alles. Und dann hat Cody ihm alles genommen. Dann hat er Reigns ganz unten. Es ist gerade, du musst jetzt gerade in der Situation, musst du Raw abwarten und SmackDown. Raw und SmackDown werden entscheidend werden. Ich finde den Hate aber lächerlich, da die Richtung noch überhaupt nicht klar ist. Für mich ist Reigns vs. Rock das einzige Sinn. In der Story safe gibt's niemand anderen. Also Bloodline, Finish Story ist kein Cody Rhodes. Das ist Dwayne The Rock Johnson. Und da geht's nicht um den Titel. Den Titel kann Cody da gerne holen, um seine Story zu finishen. Aber eine Bloodline-Story würdig abzuschließen, kannst du nur mit Dwayne The Rock Johnson. Also tut mir leid. Mit was anderem geht das nicht. Ich habe ähnliche Vibes wie das LA Knight-Thema damals. Wie oft wurde uns gesagt, ja, wartet doch mal ab. Ja, jetzt bin ich in der Situation. Das Problem ist, wenn es dann so läuft, ne? Damals habe ich auch gesagt, ich brauche nicht mehr warten, weil nichts passieren wird. Es ist nichts passiert. Wenn jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich kann das ja nachvollziehen. Ich kann das ja absolut nachvollziehen. Ne? Ich kann auch nachvollziehen, dass die Leute Cody feiern. Bruder, ich mag Cody auch. Warum mag ich Cody? Weil die Dinge, die der abseits des Wrestlings macht, abseits seiner Matches, nicht mal abseits des Wrestling. Cody ist jemand in seinem Standing, habe ich noch nie gesehen, der sich so viel Zeit für seine Supporter nimmt. Habe ich noch nie gesehen. Ich war auf so vielen House-Shows schon gewesen. Auf so vielen in Deutschland. Das, was Cody da gemacht hat, war fast schon einzigartig. Der ist anderthalb Runden nach dem Match um den Ring gelaufen, hat mit jedem Fotos gemacht, jedem seine Zettel unterschrieben. Habe ich noch nie gesehen von einem Wrestler mit so einem Standing. Der holt Leute aus den hintersten Reihen, holt der nach vorne, der sieht alles. Ich bin von dem echt, was das angeht, bin ich wirklich ein Fan. Das Problem ist bei mir, bei ihm, dieses Superman-Gimmick. Mich hat Cody in-ring vorerst verloren nach der Lesnar-Thematik. Weil das war für mich maximaler Gulasch gewesen. Aber ich kann absolut verstehen. So, für mich war das Sahnehäubchen, dass der wieder den Rumble holt. So, das war für mich meine Kirsche auf der Torte. Ich kann aber absolut nachvollziehen, dass Leute Cody bis auf den Tod abfeiern. Ich kann das nachvollziehen.
Wirklich. Ich war nicht der größte Cody-Fan, aber nach SmackDown fühle ich das erste Mal mit Cody und will ihn im Main-Event sehen. Der Rollins-Titel sieht jetzt schon aus wie ein Loser-Titel. Ja, aber wer ist daran schuld? Warum wurde dieser Titel ins Leben gerufen? Weil du Roman Reigns eine übertriebene Regentschaft. Nee, das ist nicht nur Triple H gewesen, den Joyer. Das ist auch sehr, sehr viel Vince McMahon. Weil du Reigns eine utopische Streak gegeben hast. Mit dem Wissen, dass der Typ ein Part-Timer ist. Und du somit keinen Titel in den Shows hattest. Da sind wir wieder bei dem Thema. Alle haben sich über Lesnar abgekotzt. Und bei Reigns ist es dann die richtige Entscheidung. Hinzu kommt dann das, was Reigns gesagt hat. Und das ist der Titel ist jetzt nicht kacke, weil Reigns das gesagt hat, weil es offensichtlich ist. Reigns hat gefühlt jeden im Roster besiegt, der um diesen Titel bei Rollins da gekämpft hat. Das Problem hast du dir selber geschaffen. Weil du vielleicht auch nicht wusstest, wo du hin willst. Ich verstehe auch die WWE-Community nicht. Erst will man nicht nochmal Cody gegen Reigns. Jetzt wollen viele nicht Rock gegen Reigns, sondern doch Cody gegen Reigns. Hikestar, ich sag, das ist 100% darauf geschuldet, wie das Ganze jetzt aussah. Weil sich jetzt gerade anfühlt, okay, warum hat Cody den Rumble dann überhaupt gewonnen, wenn er dann sein Match da abgibt? Das ist darauf geschuldet, wie ein Rock reingebracht worden ist. Das hättest du viel smarter lösen können. Viel smarter. Hättest du ernsthaft darüber überlegt, Rock zurückzubringen, sag ich euch ganz ehrlich, Rock kommt bei Mania raus. Cody hat seinen Moment und du hättest dann da den Startschuss gehabt und dann hättest du Rock gegen Reigns meinetwegen dann für den SummerSlam nehmen können. Aber aus meiner Sicht ist Rock WrestleMania. Ja? Egal, ob die Leute den mögen, ob die den nicht mögen. Rock ist der größte Name im Wrestling. Das ist einfach so. Ob du den magst, ob du den nicht magst. Guck dir den seine Follower an oder weiß ich nicht was. Ich glaube, deswegen sind gerade viele, viele abgekotzt. Weil rein für die Story Bloodline kann es aus meiner Sicht nur Dwayne The Rock. Wer soll denn die Bloodline beenden, Bruder? Rikishi oder was? Chat, hätte ich das booken müssen, dann hätte ich das beim Rumble so aussehen lassen. Dann hätte ich alles so, wie es ist. Und das ist schwer, weil du halt nicht weißt, dass sich ein Punk verletzt, dass die Thematik dann mit Lesnar, Vince gefühlt einen Tag vorm Rumble auftaucht. Aber die smarteste Lösung wäre es gewesen, du hättest den Rumble so laufen lassen, wie er ist. Alles, Reigns verteidigt, Cody holt den Rumble und dann muss es danach das Heads-Up im Ring geben. Es muss das Heads-Up im Ring geben, Bro. Mit Solo dann noch, mit Jimmy. Die stellen sich hinter ihm, er steht allein in dem Ring und dann hättest du zum Abschluss, hättest du Dwayne The Rock Johnson rauskommen lassen, hättest den Stairdown der beiden gegen die drei gehabt und alles wäre gut gewesen. Aber wie die ihn jetzt reingebracht haben, wirkt es so, als hätte er Cody weggedrückt damit und das gefällt der breiten Masse nicht. Weil es einfach nicht smart geregelt ist. Statt abzuwarten, ob Brock gewinnen wird und Reigns verliert oder Reigns gewinnt. Und dann wird die Frage sein, wer soll ihn dann besiegen? Wir wissen ja gerade noch gar nichts. Die haben ja nichts gesagt bisher. Es wird leider mit Box Office und Mainstream viel argumentiert und der Vergleich ist unfair. Keiner ist größer als ein Dwayne Johnson, kein Cody, kein Paar. Nee, Matos, darum geht's mir. Und viele verstehen auch wieder nicht, was ich damit sagen will. Aber du musst einfach so fair, es gibt keinen größeren Namen im Wrestling als Dwayne The Rock Johnson. Und da geht es nicht um seine Skills, die der im Ring hat. Da geht es nicht um seine Mic-Skills. Es geht um die Person einfach. Rock ist jemand, der polarisiert auf beiden Seiten. Rock ist nun mal in Hollywood. Ja, ob die Filme von dem gut sind oder schlecht, das spielt alles keine Rolle. Ja, um diese Aura einfach. Gibt keinen, der eine größere Aura hat. Und wenn du dann gerade diese Bloodline-Story hast, Rock ist der einzige Schlüssel dafür, das zu beenden. Aber ist das der richtige Schlüssel? Oder wer ist der richtige Schlüssel, Cody nach dem Rumble-Sieg jetzt da wegzudrücken und Rock gegen Reigns um den Titel bei Mania? Das ist nicht der richtige Schlüssel für mich. Das ist irgendein Dietrich. Und es kann eigentlich so simpel sein, wie du, wenn die Schiss haben, was Zuschauerzahlen angeht, was weiß ich nicht was. Der Schlüssel im Wrestling kann so einfach sein, wie du deine Weekly-Shows pusht, wie du alle anderen Premium-Live-Events pusht. Es kann so einfach sein. Lass einen Titel bei den Saudis wechseln. Lass mal einen Titel wechseln in den Weekly-Shows. Egal, ob es der Main-Titel ist oder nicht. Das schafft Interesse. Boah, ich muss heute SmackDown gucken. Da ist Titelmatch. Der könnte wechseln. Vor 4 Wochen ist er auch, erinnere dich dran, vor 4 Wochen ist er auch in den Weeklies gewechselt. Das haben wir ja gar nicht mehr. Wenn ein Titel wechselt, dann alle 5 Premium-Live-Events. Dann wechselt man einen Titel. Und gefühlt haben wir gerade nur noch Titelwechsel zu WrestleMania. WrestleMania SummerSlam. Ansonsten wechselt gefühlt, übertrieben gesagt, kein Titel. Ja, das ist es. Wir befinden uns gerade. Ja, die Tag-Team-Titel, die sind ja gerade komplett useless, Alter.
Da juckt ja gar nicht, wer da gerade einen Tag-Team-Titel hat. Aber wir befinden uns gerade in einer WWE-Wrestling-Zeit, wo es nur darum geht, dass der Titelträger die Rekorde von dem davor bricht und der, der den besiegt, muss den Rekord brechen von dem, den der gehalten hat. Ära Austin, Rock, wie oft da Titel gewechselt haben. Ja, aber weißt du warum? Weil du es da geschafft hast, nicht die Midcard breit zu halten, sondern die Endgegner-Jungs hast du breit gehalten. Es war legit, dass ein Mankind das Ding holt. Es war legit, dass ein Kane das Ding holt. Es war legit, dass ein Taker das holt. Es war legit, dass ein Stone Cold das holt. Dass ein Triple H das holt. Dass ein Shawn Michaels holt. Dass ein The Rock holt. Das Roster war oben breiter. Gerade sehe ich das bei der WWE nicht, dass das Roster oben breit ist. Das Roster ist gerade am breitesten in der Midcard. Und die hat Reigns alle schon verdroschen. Du hast es nicht geschafft, ernsthafte Konkurrenten, die dauerhaft da sind, zu kreieren. Das Einzige, was du gerade hast, und da sind wir wieder beim Thema Schlüssel, gefühlt ist gerade Cody Rhodes der Schlüssel zu allem. Das ist halt auch nicht clever. LA Knight, seinen großen Moment hat man ja auch verpasst. Ja, das wäre so ein Moment gewesen, wo du einen Nächsten oben hättest etablieren können, dem die Crowd an den Lippen hängt und keine Ahnung was. Bro, niemand hat verlangt, dass LA Knight eine dreijährige Regentschaft hat. Bro, lass den einen Monat den Titel halten, dann verliert er den wieder. Ist doch alles gut. Aber du hättest mehr ernstzunehmende Gegner im Oberhaus gehabt. Die hast du gerade nicht. Siehst das gerade mit Main Event Jay ist auch wieder ein perfektes Beispiel dafür. Was für Main Event Jay, Bruder? Du bist Midcard Jay. Da kommt er auf einmal im Random Tag Team mit Kofi Kingston rein und so eine Scheiße. Wie willst du denn so ernstzunehmende Gegner schaffen? Bei Jay wurde sich darauf ausgeruht, ja, der ist aus der Bloodline. Der ist Bloodline, der Bruder. Bei Solo ist es genau das Gleiche. Solo ist gerade Bloodline. Kapp den von der Bloodline. Ich finde gerade auch zu viele Gruppierungen. Ich finde die Gruppierungen nicht mal schlecht, wenn die Anführer der Gruppierungen wenigstens Main Guys wären. Und was Main Guys angeht, da sind wir wieder beim Thema Kieran Cross. Der hat da gefühlt die absolute Endstufen-Kombi mit seiner Gruppierung. Er ist aber gefühlt die größte Wurst als Anführer. Er ist gefühlt der Schwächste in der Runde. So schaffst du halt nichts. Oder so kannst du nichts kreieren. Ich kann mir Jay mit Einzelteam. Nee, Jay und Jimmy sind Tag-Team-Wrestler. Das sind keine. Die haben damals schon eine Fehde gegeneinander gehabt. Das hat auch nicht funktioniert. Man hat die danach auch wieder zusammengepackt. Jimmy und Jay sind nun mal einfach ein Tag-Team. Mal so was Kurzes kannst du ja machen. Aber du siehst jetzt hinten raus, dass es mit Jay auch nicht funktioniert. Lashley ist genau dasselbe eigentlich. Das ist gerade so das Main-Problem, warum du dich dann in solche Situationen reinbuckst. Beziehungsweise dann dorthin kommst. Ein Fansupport hat Jay aber bei jeder Show gute Merch-Sales. Ja, die Crowd macht ja auch den hier mit. Aber mir geht's so um das Showing generell. So, dann kommt er da einfach mit Kofi in einem Random-Tag. So, das ist halt. So schaffst du den doch nicht als alleinstehend zu positionieren. Mixed-Tag-Teams haben wir genug in der WWE, Alter. Wir hätten sogar auch genug Tag-Teams. Aber die richtigen Tag-Teams, die leiden unter sowas. Weißt du? Oder so unter so Sachen wie Jay und Cody für die Tag-Team-Titel. Bro, wer braucht das? Für dass die 2 Wochen später wieder an Judgment Day verlieren. Wer braucht das? Du hast doch genug richtige Tag-Teams da. Das ist egal, ob du D.I.R.I. nimmst, ob du Pretty Deadly nimmst, ob du die Creed-Brüder nimmst. Du hast genug. Und dann wie Jay und Cody als Tag-Team. So, das war witzig alles. Bruder, die Pressekonferenz danach, ja? Traumhaft. Aber auch damit machst du einen Roster klein. Und dann auch keiner rumgeheult. Mir kommt das gerade bei der WWE so vor, auch bei Judgment Day und den Tag-Team-Titeln. Wobei, davon gehe ich jetzt aus, dass Awesome Truth den die Titel abnehmen wird, Miss und R-Truth, glaube ich. Aber auch da, es kommt mir bei Titelkämpfen immer so vor, egal ob Reigns, Rollins, die JD-Tag-Team-Titel, der Intercontinental-Tag-Team-Titel, es kommt mir da immer so vor, ey, wir stellen jetzt den, eigentlich könnten wir den gegen den verlieren lassen. Aber, nee, wir machen das noch nicht. Wir lassen es noch sein. Vielleicht kommt ja noch jemand anders. Also lassen wir den erstmal verlieren. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Ich weiß nicht, wer von euch, das ist jetzt der einzige Vergleich, der mir einfällt. Ich weiß nicht, wer von euch sowas wie Stronghold oder Age of Empire gespielt hat, Chat. Gibt es da Leute von euch im Chat? Für die habe ich einen Vergleich, dann verstehen die, worauf ich hinaus will. Das fühlt sich so an gerade, viele von euch, okay, gut. Das fühlt sich gerade so an, wie du bist in der Kampagne. Du musst das gegnerische Lager kaputt machen. Du könntest schon los, weil du genug Streitkräfte hast. Siehst aber unten in der Anzeige, ey, ich habe ja noch gar nicht mein Maximum an Zivilisation ausgebaut. Also warte ich hier noch 2 Stunden,
crafte mir die ganze Zeit neue Kämpfer, obwohl ich jetzt schon wüsste, ich könnte es beenden. Und dann rennst du mit 5000 Leute darüber, wofür einfach 100 reichen würden. Und es ist einfach so, du denkst dir, ja komm, ey, ich schicke die jetzt alle da drauf, geh nach oben, geh pissen. Wenn ich runterkomme, sind die eh alle platt. Langweilig. So, das ist halt trocken. Und so kommt mir das gerade bei der WWE mit den Titeln vor. Die warten zu lange. Weil die immer glauben, boah, eigentlich ist der Richtige, aber was ist, wenn der nicht der Richtige ist? Lass mal lieber nochmal warten. Lass den mal jetzt verlieren und wir warten nochmal. Weil auf einmal kommt dann ein besserer und dann lass den nochmal verlieren. So kommt mir das gerade vor. Und dann schaffst du halt solche Situationen wie jetzt beim Rumble. Weil es gibt die Leute, die sagen, wer soll Reigns denn jetzt noch den Titel abnehmen, außer Cody? Dann gibt es die Leute, die sagen, ja Moment mal, aber Cody hat auch schon verloren, wie alle anderen auch. Da wäre ja der zweite Anlauf bei dem. Der hat im ersten auch nicht funktioniert. Der hat gegen Cody gewonnen, der hat gegen alle gewonnen. Der hat im Triple Threat Match gewonnen. Der hat gegen Lesnar gewonnen. Der hat gegen alle gewonnen, gegen alle Big Guys. Der hat gegen den gewonnen, der den steilsten Aufstieg hatte in der WWE mit LA Knight. Kein künstlicher Aufbau, der ist einfach natürlich in diesen Spot gekommen mit LA Knight. Auch den hat er besiegt. Ist ja nichts mehr. Außer Gunther. Ja, aber sind dann zwei Heels. So, rein von denen, die sich darum prügeln, ist da niemand. Und wenn die es von der Story her mit Rock so aufbauen, dass der den zurechtstutzen will. Junge, erinnerst du dich noch daran? Damals, wer an deiner Seite stand? Beim Rumble, wo dich jeder ausgepfiffen hat, da bin ich rausgekommen. Bei deinem Rumble-Sieg. Und wollte die Crowd davon überzeugen, dass du doch ein feiner Kerl bist und das nicht verdient hast. Was ist mit dir passiert? Was ist nach dem Rumble mit dir passiert, dass du so geworden bist? Und Rock einfach nur den Weg frei macht für Cody, dann bin ich damit absolut fein. Weil Cody dann seine Hausaufgaben gemacht hätte. So könntest du das verkaufen. Cody hat Reigns von seinen Schäfchen getrennt, von der Herde getrennt. Durch Rock. Weil er weiß, auf ihn werden die beiden Jungs nicht hören. Die beiden Jungs werden auch nicht auf Jay hören, was ja jetzt gezeigt worden ist. So, interessiert die nicht. Die hören nur auf den Tribal Chief, der in der Blutlinie ganz oben ist. Und wie kannst du die trennen nur? Aus Codys Sicht, die kannst du nur mit The Rock trennen. Wenn du mir das so erzählst, ey, dann bin ich dabei. Ich bin nicht dabei, wie wenn Cody jetzt komplett da rausgeschrieben wird und Rock macht das Ding alleine und dann ist Flöte piepen. Das ist Bullshit. Ich sag dir aber, dass sie das genauso machen, wie du es dir nicht wünschst. Ja, wenn es so ist, dann bin ich voll bei euch, Alter. Dann ist es absoluter Bullshit. Und dann haben die sich damit auch keinen Gefallen getan. Und dann gehe ich auch mit euch mit. Und was das angeht, liege ich selten falsch. Ich liege oft falsch, weil ich mir zu viel ausdenke. Aber was das angeht, liege ich selten falsch. Dann wird Dwayne The Rock Johnson bei Mania, wenn er den Titel holt, wird ausgebuht werden. Und wir reden hier von einem The Rock. Aber ich hoffe, dass die WWE endlich mal so smart genug ist, dass diese Situation, die wir jetzt hier haben, die Wrestling-Community in Amerika hat, dass diese Situation jetzt hier gerade geplant war. Weil es reden gerade mehr denn je wieder darüber. Was haben die denn mit Priest vor? Habe ich gerade auch gelesen. Rock gewinnt bei Mania den Titel und dann cash Priest ein. Dann kannst du es sein lassen, Alter. Dann braucht mir auch keiner mehr erzählen, dass der Reigns-Titel der Nummer 1-Titel ist. Dann ist es wirklich vorbei. Dann glaube ich an gar nichts mehr. Ey, die machen das schlau, ob negativ oder positiv. Es wird drüber gesprochen und man ist hyped auf Raw. Ja, du willst es sehen. Aber wenn jetzt alles so ist, wie gesagt, ich kann gerade komplett die breite Masse nachvollziehen, die abgefuckt sind. Weil wir saßen ja auch, ihr könnt euch... Wobei, ich weiß gar nicht, ob dazu die Live-Reaction da ist, wenn Rock reinkommt. Wir waren auch irritiert. Ist oben, dann könnt ihr die mal abchecken bei René. Komplett irritiert. Und ich bin jemand gewesen, der Rock gegen Reigns jetzt endlich sehen will. Weil ich will... dass das Bloodline-Dingen jetzt endlich einen Abschluss findet. Dass das jetzt endlich mal zu Ende geht. Weil da gibt's nichts mehr Neues zu erzählen. Der beste Beweis dafür ist, dass Cody wieder gegen Reigns jetzt. So, da gibt's nichts mehr zu erzählen. Und mit Rock wäre für mich so der Abschluss gewesen damit. Aber so wie das jetzt da gerade entsteht, bin ich da noch kein Fan von. Aber mit dem Wissen, dass Cody bei SmackDown sein wird, dass Cody beim Elimination Chamber sein wird, bin ich jetzt erstmal noch vorsichtig guter Dinge. Dass ich damit auch in der Vergangenheit sehr oft auf die Fresse geflogen bin, Stichwort LA Knight. Ja gut, das ist die andere Geschichte. Kann sein, dass Reigns gezwungen wird, beim Chamber zu verteidigen. Ich habe gestern von einigen Amerikanischen gehört, die auch wieder Insider-Quellen haben, dass Cody nur bei SmackDown ist, um mit Nick Aldis darauf zu um auf Nick Aldis Druck auszuüben, dass der Roman Reigns beim Chamber den Titel verteidigen lässt gegen ihn.
und Dwayne The Rock Johnson in dem Match Special Guest Referee sein soll. Das hört sich für mich persönlich nach viel zu viel Wunschdenken an. Aber auch das wird da von irgendwelchen Insidern. Am Ende hat jeder Insider. So, der hat da was, dann trifft man das, dann trifft man das, dann trifft das überhaupt nicht. Ne? Also das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das wurde darauf abgeleitet, weil Reigns Rollins hier Dings gemacht hat, von wegen, ja, ich bin nur die Hälfte der Tage da, verdiene aber 10-mal so viel wie du. Dass Nick Aldis das nicht passt, weil er in seinem Brand ist, ja, dass er sich so darstellt und dann sagt, hör mal, du machst über einen Fighting Champ lustig. Chamber, Abfahrt. Ich habe gesagt, hier sind andere Regeln. So, ich verstehe schon, wo sowas herkommt. Aber wie gesagt, spätestens nach dem Rumble weiß ich nicht. Ja, dann hört sich für mich zu viel nach Wunschdenken an. Muss aber Australien schon was geben, so viel Geld da reingebuttert wurde. Kein Punk, kein... Ja, ich sag ja, das ist eine Situation, die wusstest du halt vorher nicht. Das sind so Dinge, die kannst du nicht planen. Auch die Lesnar-Thematik kickt, glaube ich, rein. Weil du auch mit dem was vorhattest. Das Argument mit, ja, das ist zu einer unmenschlichen Uhrzeit in Australien, so, das wird bei mir halt nicht ziehen. So. Entweder du willst die Premium-Live-Events etablieren, auch außerhalb von Amerika, dann muss da irgendwas... musst du mit irgendwas kommen. Ansonsten so, warum erzählst du sowas? Ne? Dann wird das nächste Mal da kaum noch einer Tickets kaufen, wenn die eh wissen, das ist einfach eine modernisierte Hausshow. Sag ich jetzt einfach mal. Ne? Rock ist beim Chamber, weil das haben die zu WWE gesagt, die Australier, dass sie Rock haben wollen beim Chamber. Ja, ist halt die Frage, der könnte einfach nur rauskommen und dann eine Promo oder was weiß ich nicht was. Keine Ahnung. Das gab's halt schon mal, da haben wir auch drüber diskutiert. So, einen Rumble-Sieger, Stichwort John Cena, hat, glaube ich, auch gegen Orton das Match beim Chamber gefordert. Und nicht bei WrestleMania. Was ja eigentlich auch ein WrestleMania-Match ist, die beiden gegeneinander. Also es gab das schon mal. Ob das jetzt immer die cleverste Lösung ist, weiß ich nicht. Das wäre für mich bei Reigns schon 2-3 Ausfahrten zu spät. Aber wie willst du das Kind noch retten gerade? Daraus wurde dann aber ein Triple Threat mit Triple H. Ja, ich glaube auch... Daniel Bryan wurde mal in eine ähnliche Situation gebuckt, ne? Bryan kam ja auch mal in eine Triple Threat rein. Hat er nicht mal ein Doppelmatch gehabt? Bei Mania sogar? Das ist halt wirklich eine Batista. Ja, war das doch. Das war das sogar mit Batista, oder? Erst gegen Triple H und dann Orton Batista. Ja. Irgendwie sowas war das. Also ich bin gerade einfach nur wirklich gespannt, was passiert bei Raw. Weil ich zum Beispiel sehe, Stand heute noch kein Rollins gegen Cody. Ich sehe das noch nicht. Wir rechnen alle damit, dass Cody Champ wird. Und was ist, wenn Reigns doch gegen beide verteidigt? Dann kannst du den Laden offiziell zumachen. Wenn Reigns nochmal gegen Cody gewinnt und gegen Rock, dann ist niemand mehr da. Also tut mir leid. Dann ist gar keiner mehr da. Das Reigns-Dingen muss jetzt ein Ende finden. Cody vs. Seth wird bei Raw offiziell gemacht. Ja, das kann ja sein. Jetzt gerade weiß ich das aber noch nicht. So, ich stelle mir dann nur die Frage, was macht Cody dann bei SmackDown noch? Jetzt am Freitag. Wieso ist der bei SmackDown? Das kann auch sein, dass ich mir gerade selber Hoffnung einreden will, aber das passt für mich halt noch irgendwo nicht zusammen. In solchen Momenten würde ich gerne mal... Ja, bin ich voll bei dir. Ich würde gerne jetzt mal Mäuschen spielen. Dass du in den Abteilungen von den Bookern so ein bisschen Mäuschen spielen kannst. Ich will gerade wissen, wie die da sitzen. Sitzen die da gerade so nach dem Motto, Scheiße, Alter, wieso funktioniert das nicht? Wieso brennt jetzt gerade das Internet? Was machen wir denn jetzt? Ey, wenn wir jetzt Rock da gegen den Titel und der holt den, die werden den auspfeifen, Alter. Was machen wir jetzt? Oder sitzen die da so? Es läuft alles so, wie es läuft. Guck dir an, wie sie sich alle zerreißen. Oh, freue ich mich darauf. Wenn die wüssten, wir haben unser Ziel erreicht. Es ist das passiert, was wir wollten. Ich frage mich manchmal, so naiv und dumm kannst du doch nicht sein, Alter. Dass das keiner feiern wird. Du hast ja schon nicht wenig Leute gehabt, die den zweiten Run von Cody nicht gefeiert haben. Den zweiten Rumble-Sieg. Also ich weiß nicht, wie viele Vlogs ich mir angeguckt habe von irgendwelchen Content-Creatern, die sich da Tickets geholt haben. Da hat jeder gesagt, perfekt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Aber dann noch, den Rumble-Sieg so wasted aussehen zu lassen, ist halt noch bekloppter. Also wenn du das wirklich machst, dass du in dem Wissen, dass du komplett davon überzeugt bist, dann habe ich den kompletten Glauben wirklich verloren. Das mit dem Geflüster ins Ohr wird genauso belanglos sein wie bei Bray und Taker damals. Was wird denn ihm gesagt haben? Da interpretieren die Leute ja auch was rein. Die Augen von Cody haben genau gezeigt, was abgeht. Hat Punk nicht was Ähnliches zu Cody gesagt oder diesen Moment vorhergesagt, dass genau das passieren wird? Ist irgendwie ein weiterer Punkt. Keine Ahnung.
Weil Punk ist mir gerade nicht auf Stress aus oder Pipe-Bomb-technisch. Wir haben gerade für mich so einen richtigen Schmuse-Punk. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber dass Cody sich das genommen hat mit dem Wissen, was Reigns damals, das war ja damals so die Story, du warst nicht ready. Dass Cody daraus gelernt hat und auch zu dem, was Punk gesagt hat, ey, ich bin aber nicht du, ich habe einen anderen Plan. Ich nutze das für mich am Ende. Ich bin an dem Punkt, dass ich, also so doof kann eine Company nicht sein. Ja, hatte Punk, deswegen sagen viele, Pipe Bomb ist immer noch sehr aktiv. Das glaube ich eher weniger, Alter. Also das wäre für mich irgendwo ein Widerspruch in sich, was der in seinen Vlogs da so droppt. Nicht so richtig. Er sagt, dass ein viel größerer Superstar zurückkehren wird und ihm seinen Platz wegnehmen wird. Dann hat er gesagt, er meint sich selbst. Ja, aber das ist ja trotzdem so eine Sache. Bro, die haben damals Damian Priest gewinnen lassen. Aus der Nummer, Test, da kommen einige hier nicht mehr raus. Bro, wir hatten 3, 4, 5 Leute im Chat und wurden von der anderen breiten Masse beleidigt als Fanboys. Und was soll LA Knight mit dem Titel? Der braucht den nicht, mit dem Koffer, der braucht den nicht. Damian Priest ist die richtige Wahl. Und ich saß hier und habe angekämpft gegen die breiten Massen. Sleevo hat bei sich im Stream gegen die breiten Massen angekämpft. Hört auf, mir das zu erzählen, Alter. Ich habe heute noch Belastungsstörungen davon. Ist so, ne? Das war echt ekelhaft, Alter. Und auch die Kommentare, Alter. Die Kommentare unter dem Video. Ich schwöre dir, ohne Spaß, wenn ich jetzt auf diesen Vlog gehen würde von Money in the Bank, wo die Leute nur nicht schämen, boah, wie peinlich seid ihr denn? Nur weil euer Star nicht den Match gewonnen hat, ist das Pay-Per-View kacke? Safe könnte ich jetzt dann runtergehen und drei Leute davon hätten mindestens ein Cody Rhodes Profilbild und heulen jetzt gerade das Internet voll. 1000%. Und jetzt bin ich derjenige, der hier sitzt und sagt, na, du auch hier? Ist scheiße, oder? Ist eine scheiß Situation, oder? Aber das ist das, Chat. Genau das ist das. Wenn dich jemand fragt, warum guckt man Wrestling? Chat. Jeder, der nicht weiß, wie kann man das gucken? Das ist doch eh alles fake. Das ist doch geskriptet. Genau wegen sowas jetzt. Irgendwie macht die WWE ja irgendwas richtig, wenn man sich so intensiv drüber redet. Safe. Und auch, es gehört auch dazu, dass man frustriert ist über gewisse Dinge. Weil das ist ein Anzeichen von Leidenschaft. Dass dir das nicht am Arsch vorbeigeht, was da gerade passiert. Nicht so, die werden da auch einige Psychologen hocken haben. Oder was weiß ich nicht, was gut bezahlte. Die genau wissen, wie der Mensch so tickt. Und auch damit werden die spielen. Okay, der Stardown hat jetzt 500k Dislikes. Spielt da keine Rolle, Bruder. CM Punk hat die WWE verlassen, dann schlecht über die WWE geredet. Die ganze Crowd, vereinzelte Leute haben da gebölkt. Keiner wollte mehr bei der WWE haben, Bruder. Ich doch auch nicht. Dann ist er zu AEW gegangen. Da wurde AEW dafür verarscht. Ha, Punk, Bruder. Ja, Punk. Pah. Wie kann man sich den denn holen? Jetzt ist er wieder da und es ist so, als wäre nie was passiert. Auch das ist ein schnelllebiges Business, Alter. Und selbst unpushbare Leute, Chat. Also wenn nicht spätestens Jinder Mahal das beste Beispiel ist. Kapiert, warum der Champ geworden ist. Ja, ging mir noch ähnlich. Ich dachte mir auch, Bruder, was soll ich jetzt mit Jinder Mahal? Und auf einmal saß ich in der Reihe, da hätte ich Geld drauf verwettet vor Jahren. Bruder, du wirst einmal in einem Match für Jinder Mahal sein. Was? Nein! Gegen wen soll der wresteln, dass ich für Jinder Mahal bin? Und dann kommt das Match Jinder Mahal gegen Rollins und ich war für Jinder. Aber das meine ich ja mit Wrestling. Warum ich gerne Wrestling gucke, ist, wenn geile Momente kreiert werden. Die können aus dem Zusammenhang gerissen sein. Da braucht keiner einen jahrelangen Aufbau haben für mich. Der Jinder Mahal war wieder ein Moment für mich. Wo ich mir dachte, ey, irgendwie ist das gerade geil. Weiß ich auch nicht. Ich kann mit Jinder nichts anfangen, aber irgendwie, ich finde das gerade geil. Wie fandest du eigentlich den Bayley-Face-Turn? Der Bayley-Face-Turn, beziehungsweise der Turn gegen Damage Control, Bro, den wussten wir jetzt seit wie lange wird der Damage Control-Split spekuliert? Ich glaube schon zum Money in the Bank, Chat. Ich glaube seit Money in the Bank. Du wusstest, dass das passieren wird. Aber wie das gemacht worden ist, dass Bayley da auf einmal Japanisch redet, perfekt. Fand ich ein super Segment. Dass die drei Asiaten da reingehauen, die sprechen in ihrer Sprache, die sowieso für unser eins super schwer zu sprechen ist. Und dann droppt Bayley einfach nur einen kurzen Satz. Getreu nach dem Motto, ich habe die ganze Zeit verstanden, was ihr erzählt. Das ist ein Badass-Moment. In einer Woche ist das Booking dann entweder zum Abschuss freigegeben oder wir sitzen hier und denken uns, boah, wir wurden ja gut verarscht, Alter. Die haben uns ja maximal an den Eiern gehabt. Das werden wir, denke ich, spätestens am Sonntag wissen. Also hier im Stream jetzt. Wir wahrscheinlich, wenn wir es gucken, schon Freitagnacht irgendwann oder Samstag früh. Aber ey, wir müssen bis morgen warten. Morgen Nacht sind wir schlauer.
oder vielleicht ein bisschen schlauer, was mit Cody jetzt passiert, weil Cody wird ja bei Raw sein. Dann maybe am Freitag sind wir schlauer, was das mit Rock und Reigns auf sich hat. So, Surprise, abschließend melde ich mich dann hier jetzt nochmal, weil gestern Abend ist eine Menge passiert. Das war NXT, die waren live auf YouTube und alles mit dem Chat. Die ganzen Accounts jeweiliger Stars, The Rock hat was gepostet auf Insta. Alles ist voll von We Want Cody. Alles ist getrendet, egal, ob da hat nichts mit Cody zu tun bei NXT, es ist alles voll und ich denke, Raw wird heute ähnlich verlaufen. Aber ist euch nicht mal aufgefallen, was gerade passiert? Super viele haben ja auch im Stream gesagt, dieser Moment hat Cody so krass geschadet und ich sage jetzt mittlerweile hier, wir haben heute den 5.2.17:29 Uhr, das war gefühlt das Beste, was Cody nochmal passieren kann. Cody ist durch dieses Segment, nehmt es wie ihr wollt, in den absoluten Olymp der Babyfaces aufgestiegen. Ihr habt das selbst phasenweise, ich habe ja immer den Kommentar damit laufen gehabt, wie viele gesagt haben, ich war nie ein Cody-Fan, aber spätestens jetzt nach dieser Aktion bin ich's. Dem Wissen, dass die WWE sehr darauf bedacht ist, Cody als absolutes Face der Company darzustellen. Und wenn ich mir das gerade angucke, dann kann ich nur sagen, WWE, well done. Diese Energie hast du das letzte Mal bei Daniel Bryan und dem Yes-Movement erlebt. Und ich glaube, das kann jetzt noch krasser werden. Einfach, weil es nochmal Cody ist. Auch in Anbetracht, wenn man sieht, wie gerade mit The Rock umgegangen wird, aufgrund wegen da, einige sagen hier, neuer Hogan und was weiß ich nicht, was alles, mich amüsiert hat gerade eher, weil ich noch was ganz anderes sehe. Und das ist, Dwayne The Rock Johnson ist der People's Champ. Nach der Promo aber, und wenn du siehst, was gerade für eine Energie freigesetzt worden ist, im kompletten Internet, was Wrestling angeht, dann könntest du fast meinen, dass eventuell Cody der neue People's Champ wird. Du hast es durch diese Aktion geschafft, ob es gewollt war am Ende oder ungewollt, dass Cody in diesen Olymp da oben aufsteigt. Da, wo er aus meiner Sicht noch nicht drin war. Aber Cody hat jetzt facetechnisch einen absoluten Untouchable-Status in der WWE. Also er ist dadurch jetzt komplett in diesen Cena-Spot gekommen. Komplett, wo einige sagen, da war er schon vorher drin. Ah, weiß ich nicht. Aber die Aktion jetzt, jetzt ist er da drin. Das sage ich jetzt nur an die Leute, die gerade sehr, sehr viel abkotzen, was die Situation angeht. Aber vielleicht habt ihr die Seite noch nicht betrachtet. Und ey, ich kenn's. Wenn was nicht nach meiner Nase läuft, bin ich auch abgefuckt. Aber auch das ist irgendwo genau das, was wir am Wrestling lieben. Deswegen guckst du Wrestling. Du willst dich abkotzen, du willst dich freuen, du willst mit anderen Leuten diskutieren, du willst Thesen aufstellen. Und das schafft das gerade. Ich bin sehr gespannt, ja. All das, was ich aber im Video gesagt habe, dabei bleibe ich. Nur das wollte ich jetzt nochmal zusätzlich ergänzen. Das Video wird lange genug, könnt ihr euch als Podcast anhören, whatever. Daumen nach oben wäre ein Träumchen, aber auf dem Kanal, falls ihr noch keins dagelassen habt, checkt Renés Zweitkanal ab, Tactics WWE. TCGMOR, gibt einfach Tactics WWE ein, da kommt ihr zum Kanal. Checkt den Slivo-Kanal ab, dort sind auch noch ein paar Talks dazu, wer sich zu dem Thema noch ein bisschen mehr Anregungen holen möchte. Und ja, ich bedanke mich und ich freue mich heute Abend auf Raw. Wenn ihr das Video seht, war gestern Raw und wir sind vielleicht ein bisschen schlauer. Ich weiß, dass Cody gegen Shinsuke rangeht. Auch das ist absolut weird. Irgendwie bestätigt mich das so ein bisschen. Ne? Ich bin, ich weiß nicht, du musst das sehen eigentlich. Das kann nur geplant sein, alles aus meiner Sicht, weil das ist so offensichtlich, den Karren vor den Dreck fahren lassen. Aber ja, ey, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin hyped, ich habe Bock auf Raw und das ist am Ende das Ziel, dass man gehypt in eine Weekly reingeht. Dann hat irgendwann ist dann richtig gelaufen. Ja? In diesem Sinne, ey, ab geht die Banane und tschüss. Ja, gute Restwoche.